Ich mache unglaublich gerne Ausstellungen und habe dann auch, nachdem ich lange eine Galerie geführt habe, gemerkt, dass ich eigentlich am liebsten Ausstellungen mit Kindern besuche und für Kinder mache. Buchhandlung ist ein ganz wichtiger Teil, auch wirtschaftlich ein ganz wichtiger Teil. Wir wollen aber eigentlich darüber hinausgehend so als Kulturinstitution auch wahrgenommen werden. Cromulus ist im Grunde genommen eine Buchhandlung, spezialisiert auf Kinder- und Jugendbücher. Und dann ist es eine Galerie, in der wir regelmäßig Ausstellungen machen für Kinder. Und eine Druckwerkstatt, in der ganz viele Kurse stattfinden, Workshops. Inzwischen auch nicht nur Druckkurse, sondern auch Kurse, in denen Geschichten entstehen und Graffiti, Street-Art-Kurse, Siebdruckkurse. Die Druckwerkstatt ist auch ein tolles Instrument, um Kindern näher zu bringen, wie entstehen überhaupt die Bücher. Dass Bücher gebunden werden, dass das ein Handwerk ist, wie Bücher gebunden werden können. All das können wir in der Druckwerkstatt demonstrieren. Und das fördert nochmal so ein Verständnis des Buches, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch das Buch als Objekt. Einer der wichtigsten und schönsten Sachen, die wir machen, das sind die Vormittagsbesuche von den Kindergruppen. Also zu jeder Ausstellung, die wir organisieren, das sind 4 im Jahr, machen wir auch ein Ausstellungsprogramm. Und das ist kostenfrei oder kostendeckend. Bei jedem Besuch ist es so, dass manche Kinder wirklich in den Büchern und in den Geschichten aufgehen und dann auch nicht mehr gehen wollen. Und das ist auch immer so ein riesiges Lob, weil das Lob von Kindern ist immer ehrlich. Also wenn die sich bedanken am Ende und sagen, das war schön, oder wenn wir zu dem tollsten Erlebnis vom ganzen Kita-Jahr gewählt werden, das ist eine unglaubliche Auszeichnung. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man in Zeiten des Internethandels sich wirklich spezialisiert. Also das ist ja auch immer dann die Stärke von dem Einzelhandel. Im Internet gibt es alles. Und wir treffen schon eine Vorauswahl. Und gerade wenn die Vorauswahl sich auf irgendeine Ecke spezialisiert, dann ist das immer interessant.